Ein herzliches Hallo, liebe Aquakollegin. Und wie ihr seht, seht ihr fast nichts. Licht ist noch aus und es geht auch nicht hier um das Asien to go, sondern hier nebenan steht ja meine kleine Artemia Zuchtbox. Und ich habe bemerkt, dass die Schlupfrate extrem nachlässt. Ich dachte erst, okay, das liegt vielleicht hier an der 19, 20 Grad Raumtemperatur, dass die nicht mehr so richtig wollen. Aber jetzt haben wir wieder schnucklige 24 Grad hier drin und es kommt immer noch nicht so richtig in Fahrt. Ja, das Ding läuft jetzt seit über einem Jahr absolut ohne Zutun. Also da wird nur Wasser aufgefüllt, nie gewechselt. Kleiner Luftschlauch bringt so eine Blase pro Sekunde hier an der Seite rein. Aber ihr seht schon ganz schön hier, an der Seite ist ein ganz schöner Dreck, der sich ablagert. Ich nehme das nochmal immer wieder mit Papierrolle ein bisschen weg. Aber das sind so die Eireste, die übrig bleiben. Und natürlich, wenn man mal nach unten guckt, schauen wir mal, ob wir was sehen bei dem Dreck. Drei Viertel Wasser habe ich schon raus. Artemien habe ich auch abgesaugt. Die habe ich mir mal hier so ein bisschen gesichert. Ist nicht viel, was da wirklich geschlüpft ist und übrig geblieben ist. Kaum große adulte Tiere. Eins habe ich irgendwo gehabt. Jetzt sehe ich es gerade nicht wirklich. Na, ansonsten nur so ein paar. Ja, hier seht ihr das jetzt. Ein paar Minis. Die irgendwie nicht mehr richtig funktionieren. So habe ich gedacht, komm, ich mache das Ding mal richtig sauber. Ich gehe mal her und werde einfach mal das Wasser richtig schön durchwühlen, dass der Dreck sich ein bisschen vom Sand löst und dann abschütten. Ja, und dann neues gesalzenes Wasser wieder rein. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Ja, Kleinvieh macht halt auch Mist. Und wenn du da guckst, ganz schön trübe Brühe. Und hier oben werfen wir mal einen Blick auf den Sand. Ein bisschen Licht reinbringen. Ja, das sieht man schon, dass sich da einiges abgelagert hat. Interessant, das Seemandelbaumblatt ist bestimmt schon ein halbes Jahr hier drin. Das löst sich hier im Salzwasser relativ langsam auf. Also anders wie im Süßwasser, wo die normalerweise 4-5 Wochen bei mir heben und dann nur noch Gerippe übrig sind. Hier haben wir es noch intakt drin. Kannst du mal schnell rausholen. Ja, doch nicht so ganz intakt. Also ist doch nur noch ein Matsch. Okay, dann kommt jetzt Wasser rein, Salz rein und dann schauen wir mal, wie es ab. Ja, dann kommen wir zum Salz. Wollen wir mal loslegen hier. Na, geh an. Und zwar verwende ich da ganz einfaches Tafelsalz. Wichtig, dass man schaut, dass kein Jod drin ist. Wobei ich könnte mir auch vorstellen, dass das Jod jetzt nicht so dramatisch ist. Es wird nur immer wieder gesagt. Also normales Alpensalz, 15 Gramm auf den Liter. Ich habe jetzt gerade ausgemessen, die Schale hat 7 Liter, also brauche ich 105 Gramm. Mal gucken, ob mein Salz noch reicht. Das sieht nicht gut aus. Da merke ich schon, das wird nichts. Da werde ich gleich wohl nochmal Nachschub holen müssen. Ja, sehen uns gleich wieder. Ach, es hat doch fast gereicht. 109 soll uns genügen. Da gibt es ja verschiedene Untersuchungen. Anna hat das ganz akribisch auf ihrem Kanal Annas Aquarium gemacht. Also der Salzgehalt spielt nicht die ganz große Rolle. Ob das ein bisschen mehr, ein bisschen weniger ist, ist wirklich relativ wurscht. Wichtig ist, dass man natürlich das Salz gut auflöst. Ja, wenn man jetzt hier kein richtig durchströmtes Becken hat, dann muss man schauen, dass man vielleicht vorher das Ganze in einem 1-2 Liter Gefäß schon mal vorauflöst und dann den Rest reingibt, sodass das wirklich sich auch gut im Wasser lösen kann. Ja, das Salz ist drin und jetzt heißt es auflösen, rühren, bis der Arzt kommt, bis man Tennisarm hat. Schauen wir mal, wie lange das geht. Ja, das ging doch relativ flott, hat sich auch ganz gut aufgelöst und ich habe kein Leitungswasser genommen, sondern ich nehme gern hier Aquarienwasser.
Einfach, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass das Ganze ein bisschen problemfreier funktioniert. Ja, je nachdem, was jetzt gerade in meinem Leitungswasser drin ist, ja, kann mal passieren. Also ich habe schon Ansätze gehabt, da hat nichts geklappt. Und dann nehme ich entweder abgestandenes Wasser oder eben Aquarienwasser. Und dann kommt die Salzbrühe hier rein. Mit dem letzten Rest, der sich noch jetzt so aufgelöst hat, den muss ich dann noch mal ein bisschen durchschwenken hier. So, und dann ist das Wasser doch wieder einigermaßen klar. Ich habe natürlich nicht alles akribisch sauber gemacht. Es hat natürlich hier auch Filterbakterien drin und ja, die sollen da auch drin bleiben. Das ist ja der Grund, warum das Ganze funktioniert hier mit dem Sand über so lange Zeit. Wenn ich also da kein Filtermedium drin habe wie den Sand, dann kippt das Wasser ja innerhalb von wenigen Wochen und in so kleinen Becken funktioniert es sonst nicht. So, nachdem sich der Nebel ein bisschen gelichtet hat, das wird einigermaßen klar geworden ist, dann schnappen wir uns die Tierchen. Und dann dürfen die hier auch rein. Da habe ich sie. Na, jetzt wird es knifflig. Jetzt muss ich irgendwie das doch erstmal abstellen. Das ist die hohe Kunst. Mit Handy filmen und dann gleichzeitig so eine Aktion, ohne dass es eine Überschwemmung gibt. Ah, sauber. So. Der Erstbesatz sozusagen darf hier schon mal wieder aufwachsen und dann kommt auch gleich noch mal von den Artemia-Eiern was rein. Ich habe, glaube ich, hier, wenn ich noch richtig weiß, sind es die von Hobby. Einfach so ein halbes Löffelchen und ein Ticken Spirulina. So, jetzt kann es losgehen. Ich bin gespannt, wie sich das die nächsten Tage entwickelt, ob jetzt ja, die Zuchtrate besser wird, das heißt, dass da mehr Eier sich ausbrüten. Ich halte euch da mal auf den Laufenden. Ja, das ist Tag 3, nachdem neues Wasser drin ist und neue Eier. Und jetzt schauen wir mal genau rein. Und da sehen wir, dass so einiges rumwuselt. Ja, ich denke, das ist wohl der richtige Ansatz. Anscheinend haben sich doch irgendwelche Nährstoffe zu arg angesammelt und da den Schlupf irgendwo unterdrückt. Und jetzt langsam kommt das Ganze wieder in Fahrt. So macht mir das Spaß. Ja, und wieder einige Tage später habe ich eine kleine Taschenlampe oder besser gesagt mein Fahrradlicht reingestellt. Die Artemien werden ja wie die Motten Magistrichlicht angezogen und sammeln sich dann in diesem Lichtstrahl und das sieht man schon, das funktioniert jetzt wieder so, wie ich das eigentlich ja die ganzen Monate über gewohnt war. Ja, liegt wahrscheinlich auch ein bisschen an der Temperatur, aber ich nehme an, hauptsächlich auch ja, an der Wasserqualität. Ja, wenn euch das gefallen hat, freue ich mich über Abo und Like und einen netten Kommentar und wir sehen uns im nächsten Video.